3:1:0. Hallo Leute, herzlich willkommen hier an meinem Schreibtisch. Ich möchte euch heute einmal die Verwendung des CAT zeigen, und zwar bei der Rekapitulation, bei der Wiederansicht eines Ergebnisses, das schon gespeichert worden ist. Wir gehen dazu ins Menü. Ich wähle hier von den Schützen, die mir zur Verfügung stehen, den Peter Hellenbrand. Und da finde ich ein Ergebnis vom 14.04. Und das möchte ich mir jetzt mal anschauen. Dazu gehe ich runter in die Laufleiste hier unten auf das Öffnen-Zeichen. Und ich bin mit dem Sprung im Geschehen. Wir sehen also jetzt hier auf unserer Mattscheibe, fangen wir oben an. Hier ist das Programm, da bin ich gerade beim Schießen. Aus dem Katalog habe ich das Ergebnis des Peter Hellenbrand vom 14.04. 10 Meter Luftgewehr, Kaliber 4,5. Und hier sehen wir jetzt direkt die Schüsse auf der linken Seite eingezeichnet und jeweils unter der Scheibe für 10 Schüsse in Zahlen aufgedröselt. Das heißt also, der erste Schuss, den wir hier im Bild sehen, der ist mit der 1 nummeriert, der war 10,4, hat 7,9 Sekunden gedauert, hat sich in der letzten Sekunde zu 100% in der 10,0 und zu 56% in der 10,5 aufgehalten, hatte eine Geschwindigkeit von 14,2 und so weiter und so fort. Das war der erste Schuss, und jetzt kann ich, indem ich den nächsten anklicke, auch Schuss Nummer 2, Schuss Nummer 3, Schuss Nummer 4 und so weiter bis unten hin durchblättern. Ich kann statt der Maus für diesen Zweck auch hier diese Pfeile auf meiner Tastatur benutzen. Da geht's nach unten. Da geht's nach oben. Und wir machen einen Schnelldurchlauf. Wenn ich den Finger hier drauf lasse, komme ich also blitzschnell zum Schuss Nummer 60 und ich komme in der gleichen Geschwindigkeit wieder nach oben. So, nehmen wir mal einen schönen Schuss raus, hier die 10,8. Der ist doch schön. Wir nehmen jetzt mal den Schuss Nummer 12. Der hat eine 10,9 ergeben und ist auch in den übrigen Werten ganz nett. Den nehmen wir jetzt mal für die weitere Betrachtung. Wir beginnen mal im größtmöglichen Zoom oder im kleinstmöglichen Zoom. Das machen wir, indem wir hier einen Doppelklick auf die Scheibe machen. Und dann sehen wir, dass Peter bei diesem Schuss offensichtlich ziemlich steil und richtig von oben gekommen ist. Hier musste er einmal nachkorrigieren, weil er ein bisschen zu weit links war. Das hat er durch die Opta gesehen. Und jetzt bewegt er sich in gerader und einigermaßen langsamen Weise nach unten. Das Ganze sehen wir hier als statisches Bild. Wenn wir das als Video, als bewegtes Ereignis sehen wollen, gehen wir hier auf diesen Pfeil. Da sagt uns der SCAD gleich, was da passiert. Wiedergabe starten. Wir klicken das jetzt an und jetzt wiederholt sich das, was der Peter getan hat, als Kurve. Das war der Schuss. Nochmal. Orientieren, langsam runter, ringende 10, halten, zielen und patsch, der Schuss. So, das war das Gesamtereignis. Jetzt wollen wir natürlich mal sehen, was im Inneren der 10 passiert ist, da wo die spannendsten und wichtigsten Entscheidungen fallen. Und dazu zoomen wir jetzt das Bild nach innen. Am einfachsten geht das mit
der Tastatur und den Zahlen. Damit steuern wir nämlich dann direkt einen bestimmten Kreis an. Das heißt, wenn ich jetzt die 1 tippe, zack, bekomme ich hier den Einerring als Grenze. Wenn ich auf die 3 gehe, den Dreierring, und wir gehen mal in die 8, weil da die spannendsten Ereignisse zu beobachten sind. Wir lassen das Ganze zunächst nochmal als Gesamtereignis ablaufen. Da kommt er runter, da geht er rein, zu tief, nach oben, Mitte, Pengschuss. Auch das noch ein sehr schnelles Ereignis. Deswegen erlauben wir uns das Ganze hier mal zu stoppen. Wie ihr seht, kann ich hier oben in der Zeitlaufleiste den Betrieb anhalten und jetzt mit dieser Markierung den Schuss so lange weiter bewegen, bis er in den Achterkreis hineinkommt. Ich könnte sogar sagen, dass das hier 3,8 Sekunden vor dem Abschuss stattgefunden hat. Ich bewege den Schuss weiter und komme jetzt in den Moment, wo die Zielkurve den Zehnerkreis erreicht. Das geschieht wieder mit Blick auf die Zeitlaufleiste 3,6 Sekunden vor dem Schuss selbst. Wir gehen eine Sekunde weiter nach 2,6 und fragen uns, was ist in dieser Zeit passiert? In dieser einen Sekunde ist der Peter also von der 10,0 ganz nach unten gefahren, hat offensichtlich festgestellt, dass er da zu tief ist und beginnt jetzt die Haltekurve wieder nach oben zu bewegen. Wir gehen genau eine Sekunde weiter, 1,6. So, jetzt hat er sich also hier gefangen und ist relativ langsam. Es ist ihm also inzwischen gelungen, die Waffe anzuhalten und langsam wieder nach oben zu bringen. Dabei ist der Haltepunkt aber nach rechts ausgewandert. Wir gehen weiter, mal eine halbe Sekunde, das wäre 1,1. Habe ich nicht gesagt, 1,1, da. So. In dieser halben Sekunde ist er von seiner Position auf der rechten Seite irgendwie wieder nach links, fast zur Mitte gekommen. Und wie wir sehen, befindet er sich im Moment in einem Aufwärtstrend, in einer hoffnungsvollen Bewegung zur Mitte hin. Wir gehen eine halbe Sekunde weiter, das wäre die 0,5. So. Jetzt sehen wir, dass die Kurve ihre Farbe wechselt. Das heißt, das Cut-Verfahren bringt in der Wiedergabe die letzte Sekunde als gelbe Linie, ganz einfach, um anzuzeigen, dass wir uns da kurz vor dem Schuss befinden. Also, das hier, die gelbe Linie, ist eine halbe Sekunde lang. Und wir sehen, dass der Peter diese Zeit genutzt hat, um sich nach einem leichten Schlenker nach oben und weiter in Richtung Mittelpunkt zu bewegen. Das sieht also sehr interessant aus. Wir gehen weiter, jetzt mal eine Viertelsekunde, 250, 2 minus 250, so. Da taucht er ab, aus irgendeinem Grund schiebt es ihn hier unter die 10. Wir sehen, die Kurve hat sich mittlerweile blau gefärbt. Ein weiteres Charakteristikum des Cut und dieser Einstellung hier, die letzte Viertelsekunde wird blau eingefärbt, weil hier das Abzugsgeschehen, der Druck auf den Abzug quasi schon passiert ist. Wir gehen weiter. Ups, das war viel. So, da waren wir. Jetzt bewegen wir uns eine Zehntelsekunde vor den Abschuss. Das heißt, die blaue Kurve hat ihren Weg nach einem leichten Schlenker wieder zur Mitte gefunden.
Wir sind etwas unter der 10, das wäre also hier etwa eine 10,6, 10,7 und sind noch eine Zehntelsekunde vor dem Abschuss. Wir machen einen Schritt, 2, 3, 4, 5 von 0, na, das ist eine Zwanzigstelsekunde jetzt. Und da sehen wir, dass in dieser Zeit der Haltepunkt tatsächlich die 10,9 erreicht hat. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kleinen Schritten vor. Also 1, 2, 3 und da fällt der Schuss. Es gelingt also hier in wunderbarer Weise im 10,9er zack den Schuss abzugeben und wie wir sehen, sitzt der auch in der 10,9. Damit ist der Schuss aber noch nicht zu Ende. In dem Moment, wo der Schuss bricht, beginnt der Rückstoß der Waffe. Das heißt, eine physikalische Reaktion findet statt, eine Explosion. Und wir sehen, dass jetzt der Haltepunkt steil nach oben ansteigt, weil schlichtweg die Energie des Schusses das Gewehr nach oben katapultiert. Wir folgen dieser Kurve und sehen, ups, dass sie hier oben 0,09 nach dem Abschuss ihren höchsten Punkt erreicht und von da an wieder zurückfällt. Wenn der Schütze das Gewehr nachhält, wird die Waffe also durch ihr Gewicht, durch die Gravitation dahin zurückbewegt, wo der Schuss gestartet. Schwingt noch mal ein bisschen und kommt jetzt hier zur Ruhe. 2 Sekunden nach dem Schuss, das ist also ein wunderbares Nachhalten, ist der Endpunkt der Haltekurve wieder ziemlich genau in der Mitte angelangt. Wir würden hier noch mal eine 10,6 erwarten, wenn ein zweiter Schuss fallen würde. Diese Dinge sehen wir jetzt hier in der Zahlen Spalte in numerische Werte übersetzt. Das heißt, der Schuss ist eine 10,9 geworden. Er hat 5,5 Sekunden gedauert. Das war also ein schneller Job. Er hat sich zu 100% in der letzten Sekunde, diese Werte beziehen sich also auf die letzte Sekunde, auf das Gelbe und Blaue hier im Feld. Gehe nochmal zurück, um die letzte Sekunde zu zeigen. So, dieses hier ist also, wir gehen nochmal ein näher ran. Die gelbe Linie und die blaue Linie zeigen insgesamt die letzte Sekunde vor dem Schuss an. Also gelb plus blau. Gleiche letzte Sekunde. Hier sehen wir eine pinkfarbene Markierung. Das ist der Mittelpunkt der Fläche, die die letzte Sekunde hier eingenommen hat. Und über diese letzte Sekunde sind also folgende Aussagen zu treffen. Die hat sich zu 100% in der Größe einer 10,0 bewegt. Zu 62% tatsächlich innerhalb der 10,5. Und wir sehen die Geschwindigkeit, das ist ein Wert für die Halteruhe, die Geschwindigkeit der letzten Sekunde insgesamt hat 11,6 mm pro Sekunde betragen. Und das ist der Wert für die blaue Linie alleine. Da lag die Geschwindigkeit bei 12,0. Das ist also unwesentlich verschieden. Der Peter hat es also geschafft, abzuziehen, ohne seine Haltekurve zu beschleunigen. Und da haben wir jetzt noch einen interessanten Wert. Das ist die Distanz zwischen dem Abzugspunkt und dem Haltepunkt. Hier hat er tatsächlich abgezogen. Da war der Mittelpunkt seines Haltens in der letzten Sekunde. Und diese Distanz hier ist 0,9 Millimeter. Das war der Schuss. Ich zeige ihn euch nochmal im Ablauf. Da kommt er rein.
macht einen Schlenker unten, bewegt sich rüber, kommt höher. Wir sehen also, das ist durchaus eine bewusste Bewegung, die er da absolviert. Und jetzt sagt er, das geht zur Zähne und hier irgendwo fällt die Abzugsentscheidung und wird in einem wunderbaren C9er vollendet. Schuss Nummer 12 des Peter Hellenbrand am 14.04.2019 aufs Cut. Und stopp!